Mittlerweile ist der halbe Tag vergangen und ihr habt eure ersten Leute ausgesiebt, wieder andere auf Qualität geprüft. Abelmir hat viele verschiedene Mannschafter bei sich antreten lassen, vor allem viele Zimmerleute, viele Seiler und die auf die Qualität geprüft, damit sie dann dem jeweiligen Geweihten zugewiesen werden können. Ob das jetzt Angrosch Minja als Angrosch Geweihte ist oder aber der sehr mürrische Lahalkasch, der immer noch nicht aufgetaucht ist. Während Zulamin gerade dabei ist, nach draußen zu treten, um den nächsten zu suchen, kann sie erkennen. Lahalkasch ist immer wohl noch nicht da. Sortiert wohl laut den Gerüchten, die hier im Vorraum der Kapelle beziehungsweise des Alchemielabors, was es bald wird, kursieren, soll er wohl gerade aufräumen. Und zwar die Werkstatt. Derweil kannst du Hasswolf zunicken und ihn hereinbitten. Abenteuer. 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 Das ist eure Motivation, oder? Ja. Das. Ihr habt euch nicht mit dem Eferdi geprügelt. Ich weiß das zu schätzen. Ja, er hat angefangen. Ja, indem er aufgetaucht ist. Aber ich weiß, ihr seid ein alter Bekannter von Yalan und Abelmir. Man sagte mir, ihr hättet auf der Gezeitenspinne euer Bein verloren. Ja, Wie? wegen dem Eferdi. Das Arschloch hat paktiert, Mann. Gut. Und trotz dieser bitteren Erinnerungen heuert ihr wieder bei den beiden an? Nur unter der Voraussetzung, dass es keine Eferdis gibt. Ah, Ansonsten bin ich ich weg. verstehe. Aber ich trete Tranga sehr gerne in den Arsch. Also, ich habe gehört, dass es gegen Kranka geht. Abenteuer. Ja, das wird es auf jeden Fall. Gut. Nun, wenn wir keinen Eferdi an Bord nehmen, sondern euch, dann nehmt ihr natürlich als Bordkaplan eine wichtige Position ein. Abenteuer. Ich denke, es ist müßig, euch zu fragen, ob eure Liturgien von Nutzen sind. Vermutlich sind alle eure Liturgien von Nutzen in der Blutigen See. Dafür ausgelegt. Das wohl. Weiß Waffen hier. Wie unterscheidet ihr euch in dieser Hinsicht von den Eferdis? Ich hatte bisher noch nicht das Vergnügen mit allzu vielen Swafnir-Geweihten. Und die Kamalengefäße meiner Brüder und Schwestern sind normalerweise nicht so groß, aber ich befinde mich seit vielen Jahren im Krieg gegen die Blutige See, gegen das Perlenmeer, gegen Kranga. Dementsprechend stehe ich ihnen nichts überein oder nach. Der einzige Unterschied ist, sie verwandeln sich in Delfine und ich mich in einen riesigen Wal. Das wohl. Das ist beeindruckend. Ich hörte, es kam damals. Außerdem gibt es bei Ja. mir Alkohol. Bei Fadis verboten. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Feuer an Deck interessiert mich alles nicht. Sind nur positive Sachen. Das wohl. Ulamin lächelt, denn er bemüht sich ja offenbar, einen guten Eindruck zu machen. Ich hörte, dass es damals Ärger an Bord gab. Ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, von einer Meuterei zu sprechen, aber solltest du so etwas hier kommen, was würdet ihr tun? Wahrscheinlich mir die Gronde anhören, so wie damals. Ich meine, Jalan war ja der Kapitän und wurde dann abgesetzt. Wahrscheinlich zu Recht. Hat Stimmen gehört und so. Naja, und dann hat der Rondrianer den Kampf gewonnen und den falschen Kapitän gewählt. Aber die Gründe an sich waren richtig, dass Jalan abgesetzt wurde. Das klingt so. Wenn Geweihte Stimmen hören, oder damals war er noch gar nicht geweiht, dennoch, es klingt, als hätte es Anlass zur Sorge gegeben. Aber was auch immer damals war, er hat sich gefangen, er hat widerstanden. Und so sind wir heute hier. Ja, ich werde es trotzdem wieder tun. Ich Das lasse mir ist gut nichts zu sagen, wissen. ja? Ich bin auch in die Offiziersbesprechung reingekommen, obwohl ich das eigentlich gar nicht sollte. Hat mich nicht interessiert. Ich werde es wieder tun. Ich tue das, was ich für richtig halte. Es Beste ist Waffen gut, hier. jemanden dabei zu haben, der tut, was richtig ist. Oder was ihm sein Gewissen sagt. Denn unser Gewissen ist eine wichtige Leitlinie.
Dennoch sollt ihr wissen, dass ich persönlich Wert auf Harmonie auf dem Schiff lege. Das heißt, wenn ihr mutwillig Ärger anfangt, werden wir ein Problem miteinander bekommen. Mutwillig Ärger? Ich meine damit, dass ihr Streit anfangt ohne guten Grund. Ich fange keinen Streit an. Aber ja, ich raste gerne mal aus. Ich bin jähzornig, ja. Ich habe zwar keine rote Bandage, aber ich tue das, was ich für richtig halte. Und das ist manchmal auch rumbrüllen. Zwar nicht ganz so debil wie Lahalkash, voll Idiot. Aber naja, wenn ich es tue, dann weil ich es für richtig halte. Dann schreie ich auch den Kapitän an. Es führt zwar nicht zur Meuterei, aber ich halte ihm halt offen seine Fehler vor. Was das angeht, ich werde mich nachher mit den anderen Heptachentötern besprechen. Und aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir euch ja mitnehmen, da wir euch kennen. Nicht ich, aber die anderen. Deswegen möchte ich euch aus Gründen der Harmonie nahelegen, dass ihr, wenn ihr irgendein Anliegen habt, dass ihr euch am besten an Yalan, also den ersten Offizier, wendet. Denn ich sehe ein gewisses Konfliktpotenzial zwischen euch und dem Kapitän. Und ich würde dieses Konfliktpotenzial gerne gering halten. Meinst du Abemir? Das ist eine Wurst. Aber ich habe keinen Konflikt mit dem. Das hoffe ich. Aber, wie gesagt, im Zweifelsfalle wendet euch an Yalan. Gut, dann noch eine letzte Frage. Da ihr so wütend seid auf alle Eferdis, wegen einem, der gefallen ist. Wie ist es mit euch selbst? Wurdet ihr schon einmal versucht? Nein, aber ich habe zahlreiche gesehen, die es taten. Keine Swafnir-Geweihten. Aber sehr wohl Eferdis. Er war nicht der Einzige. Mittlerweile sind es wohl 3. Und dann habe ich sie erschlagen. Wenn ihr selbst noch nie in der Situation wart, wie könnt ihr euch dann ein Urteil anmaßen? Weil ich gesehen habe, was für Scheiße sie bauen. Schiffe versenken, gegen Klippen fahren, Mannschaft umbringen. Die Mannschaft ist das höchste Gut eines Schiffs. Es geht nicht darum, wer den Titel eines Kapitäns trägt. Bei uns in Torval ist es immer der Stärkste. Und damit meine ich nicht körperlich, sondern seelisch, geistig. Und wenn die Wurst meint, er trägt den Titel eines Kapitäns, oder wenn Yalan meint, er kann sich einen Hut aufsetzen und Kapitän spielen oder Offizier, ist mir egal, wie sie sich nennen mit dem Titel. Sie müssen das Richtige tun. Ich denke, ich verstehe euch jetzt besser. Vielen Dank für dieses Gespräch. Abenteuer. Dann werde ich mir wohl noch den Eferdi anhören. Wenn Lahalkash immer noch nicht aufgetaucht ist. Ist er nicht. Ja, so gut. Wird getauscht. Es gibt noch einen Rempler im Flur. Du bist dir nicht ganz sicher, ob der jetzt von Effertlieb ausging oder von Hasswolf. Aber du bist dir sicher, er ging von Hasswolf aus. Dann tritt Effertlieb rein, hat immer noch seinen Gürtel vor dir mit den zahlreichen Säbeln und den Balestrinas und guckt dich an, legt seinen Hut ab. Effert mit euch. Euer Gnaden, bitte setzt euch. Nun, ich muss sagen, der Start war vielleicht etwas rumpelig, aber ich bin trotzdem etwas erzürnt darüber, dass ihr den Tempel nicht gefragt habt. Zudem habe ich kein Geld bekommen. Wir haben kein Geld bekommen. Ich verstehe eure Empörung. Es ist allerdings nicht so, als hätten wir andere Tempel angeschrieben und um Geweihte gebeten. Tatsächlich haben wir nur persönliche Kontakte abgefragt. Wie beispielsweise Hasswolf. Und uns ansonsten auf offizielle Ausschreibungen verlassen. Ihr plant doch nicht wirklich, dass ihr mit einem Swafnir-Geweihten an Bord fahrt. Das ist doch keine Otter. Das ist ein viermastiges, eine Schivone. Aus der brillanten Fertigung eines Horasias. Das ist kein Drachenboot. Wir haben hier keine Blutschale, die wir aufstellen, um irgendwelchen minderen Kindern von Effa zu opfern. Das ist doch Blödsinn. Es ist ein beeindruckendes Schiff, da habt ihr recht. Und ich persönlich verstehe auch wenig von der Seefahrt. Ich beurteile euch menschlich.
und werde dann dem Kapitän und den anderen Offizieren meinen Eindruck mitteilen. Und was die Sache mit der Spende angeht, selbstverständlich werden wir eine Spende im Effa-Tempel lassen, ehe wir in See stechen. Ich denke, dass sich das gehört, versteht sich von selbst. Gut, gut, gut. Aber sagt, wenn wir euch anstelle von Huswolf einstellen würden... Das steht ja auch außer Frage. Ich sagte euch, ich entscheide das nicht. Abgesehen davon, dass ihr ein Geweihter eines der Zwölfe seid und nicht nur eines Halbgottes, welche Vorteile bietet ihr uns darüber hinaus? Nun, selbstverständlich kümmere ich mich darum, dass kein Alkohol fließt, kein Feuer an Bord. Ich werde den Smoothies zeigen, wie man, wenn sie es selbst noch nicht wissen, Speisen kalt zubereitet. Bevorzugt sehr schmackhaft. Außerdem werden wir einige Angelrouten benötigen. Und auch das werde ich der Mannschaft zeigen, wie man hervorragenden Fisch aus der blutigen See zieht. Ihr kennt da eine Methode? Es gibt eine. Und was die Sache mit dem Alkohol angeht, mir wurde gesagt, dass auf gewöhnlichen Schiffen der Alkohol notwendig wäre, um das Wasser klar zu halten. Aber das wäre dann wohl ein Problem, das wir mit euch nicht hätten, richtig? Es gibt natürlich auch Alkohol, aber der darf nicht gebrannt sein. Die meisten Alkoholiker sind gebrannt. Es gibt zwar noch so etwas wie Bier, das wird dann gebraut. Schwierig, aber alles, was unter Feuer gekocht wird, gibt es an Bord dieses Schiffes nicht. Natürlich wird auch keine Schmiede oder so etwas. Ich habe das schon gesehen und Lahalkash sagte wohl, dass er sich die ansehen wollte. Aber gemeinsam mit, wenn ihr Lahalkash oder diese kleine Zwergin anstellen wollt, Zwerge auf einem Schiff, das kann nicht funktionieren. Ihr müsst wissen, dass Zwerge schwerer werden, je länger sie an Bord bleiben. Sie bringen Unglück und gehen unter. Deswegen möchte ich auch Abstand davon nehmen, dass ihr diesen Zwergenkrieger, der diese Magier testet, nicht anstellt. Er ist nicht angestellt. Er ist einer der Initiatoren dieser Expedition. Und somit nicht verhandelbar. Nun, dann kann er gerne von dem Konto aus führen und leiten. Gut, dann habt Dank für euren Rat. Ich habe noch einige Fragen. Ich kann das Wasser segnen. Also, wir brauchen keinen Alkohol im Wasser. Wenn ihr das ist, was ihr wissen wollt. Ja, davon bin ich überzeugt, dass ihr das als Eferdi regeln könnt. Stellt euch vor, es würde trotz allem zu einer Meuterei auf dem Schiff kommen. Was würdet ihr tun? Nun, als Kaplan habe ich die zweite Stimme direkt nach dem Kapitän und in Glaubensfragen die erste Stimme. Das heißt, man wird, wenn es zu einer Meuterung gegen den Kapitän kommt, mich fragen, wie zu handhaben ist. Und ich werde entscheiden, wie dann zu verfahren ist. Gut. Dann eine letzte Frage. Huswolf beschuldigte pauschal alle Eferdis verführbar zu sein. Wurdet ihr schon einmal versucht? Sein Gesicht wird so ein bisschen rot. Das ist eine Herausforderung. Ich werde mich mit Pistolen duellieren. Danke für diesen Hinweis. Ich bin sicher, Huswolf wird eure Herausforderung mit Freuden annehmen. Aber beantwortet meine Frage. Er steht auf, dreht sich um und geht nach draußen. Danke, Zulamin. Huswolf! Zulamin schlägt sich die Hand vor den Kopf. Ja, deine Frage wurde nicht beantwortet. Ja, und meine Menschenkenntnis ist hoch. Aber ich habe ihm eigentlich nichts Neues erzählt. Denn Huswolf hat damit nicht hinterm Berg gehalten. Ja, es klonkt und du hörst, wie sich Effertlieb und Huswolf streitend nach oben verziehen, um ihr Duell auszutragen. Gut, dann schaue ich mal nach dem letzten, abgesehen von dem abhanden gekommenen Ingerim-Geweihten. Euer Gnaden, fürchte Praios. Es tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet. Ach, mein Kind, ich bin so alt. Ich hab Zeit. Gut, dann hoffen wir mal, dass sich die beiden Jungspunde da oben nicht gegenseitig umbringen. Aber, tretet doch ein. Ja, ja. Oh, meine Knochen. Darf ich mich setzen? Ja, ja, natürlich. Hier, nehmt ein Kissen für euren Rücken. Oh, ist das gut.
Ah, Herr Doktor, wenn ich so sitze, dann geht's. Gut. Nun, ich gestehe, ich habe euch absichtlich als Letzten hereingebeten, weil ich mir dachte, ihr könntet euch ein wenig ein Bild von den anderen machen. Oh, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Damals, als ich Alan kennengelernt habe und ich mit ihm nach Helmenport übersetzte. Mit Kiaras. Kiaras Karinor. Und so fängt er an, dir eine lange, lange Geschichte zu erzählen. Wer war bei den anderen? Voltax, du kannst sehen, wie über dir immer noch dein guter Freund Adriano kreist und wohl das zweimal bereits runtergestürzt ist mit seinem fliegenden Besen, um vielleicht Illusionen zu klären. Da kannst du sehen, wie der große Mr. Satinaf den Rosentempel betritt, beziehungsweise diesen Garten und auf dich zugeht. Er hat alle Zeit der Welt. Ja, ich gehe entspannt von ihm weg. Ich habe ja auch alle Zeit. Also ich würde genau in der Geschwindigkeit von ihm weggehen, wie er auf mich zukommt. Er nickt dir freudestrahlend zu und teilt sich plötzlich in 12 weitere Mr. Satinaffs. Er ist ein großartiger Illusionist und sie gehen auf dich zu, kreisen dich ein bisschen ein. Offensichtlich. Ja, dann würde ich ihn erstmal rankommen lassen, ein Stückchen. Und 10 Meter? So. 7 Meter? Ich löse aus meinem Stab dann mal den Stillstand aus. Der einzige Zauber, den ich noch drin habe. Jo, das gelingt. Ja, was tut also Stillstand-Zauber? Den hatten wir das letzte Mal bei Xeran. Er halbiert die Geschwindigkeit und die Linie um mich rum und ist für mich vollkommen unwichtig, weil ich den Effekt ignoriere. Also alle physischen Bewegungen verlangsamen sich. Und es wird merklich kälter. Was nicht so geil ist, für die Rosen-Djinns wahrscheinlich, aber ich hau jetzt sehr eh ab. Ja, ist das ein Zeitzauber? Ist da irgendwie ein Merkmalskenntnis mit Zeit drin? Nee, er wird aber häufig für temporal gehalten. Wird häufig für temporal gehalten, ist es aber nicht, okay. Ist es aber nicht, genau. Ist kurioserweise ein Elementar. Gut. Ja, währenddessen alle Spiegelbilder von ihm werden langsamer. Du kannst erkennen, wie auf jedem Spiegelbild eine andere Uhrzeit zu erkennen ist. Während du langsam dich von ihm entfernst und dann aus diesem Kreis, den sie um dich gebildet haben, dann heraustrittst, da kannst du sehen, wie etwas abgehetzt und betrunken Adriano vor dir landet. Ja! Ah, auf die guten alten Zeiten, ich hab dich doch noch gefunden. Hier versteckst du dich. Ja. Wollen wir einen trinken? Ich würde natürlich erstmal vor Adriano auch weglaufen. Ein bisschen schwierig wird's natürlich schon. Ich verschütte dabei auch wahrscheinlich die Hälfte von meinem Bier, das ich noch in der Hand habe. Oh, Beutax, ich dachte, du magst mich. Ich mag dich auch, aber... Das war eine Illusion. Das ist doch klar, dass dann die Zorganer besser sind als ich. Ja, aber du hast den Test ja trotzdem. Guck mal, du stehst hier, er steht hier. Jetzt geht es nur noch darum, wer mir die Glocke zuerst abnimmt. Und dann versucht er so heranzuschleichen, so auf allen Zehenspitzen mit den Händen erhoben, wie so eine kleine Katze, tritt handig heran und wartet, falls du noch irgendwas zaubern willst. Guckt er dich an und in Zeitlupe geht seine Hand an die Uhr. Ich würde natürlich versuchen, ihn... Oh. Mach ich das? Ja, komm. Ich versuche ihn zu blitzen. Zu blitzen? Ja. Einfacher. Los. Einfacher Blitz. MR von 9. Guck mal, ich habe den auf 13. Sehr gelungen. Gut, dann würfelt er eine Fingerfertigkeit. Ja, Fingerfertigkeit. Und okay, trotz seiner Blindheit greift er tatsächlich zu. Ist sich auch sicher, hält dich noch am Gürtel so ein bisschen gepackt und ich hab dich trotzdem. Au, au, es tut so weh. Lass los. Mach weg. Der Blitz verschwindet. Oh. Nach kurzer Zeit und seine Augen sind feuerrot. Jetzt brauche ich irgendwie Kaktus, Mann. Ja, oder so, keine Ahnung. Hier, nimm erstmal einen Schluck. Irgendwas, was die Schmerzen betäubt. Ja. Hey, lass doch mal zu dem Großen gehen, der war gestern voll lustig. Ja, Rafim hieß er, ne? Genau, Rafim. Guter Mann. Er hat sogar noch mehr getrunken als du. Das stimmt. Aber der ist ja auch der König. Weißt du, was ich mir besorgt hab? Das erzähl. Traumstaub, Mann. Traumstaub? Lass mal machen. Uiuiui, aber das zwirbelt ganz schön, hab ich gehört. Ich hab von dem einen Magier gehört, der hat sich direkt in Borons Hallen reingeballert, Mann. Direkt in Borons Hallen, ohne Wiederkehr. Komm, lass mal machen.
Oh, einmal, Voltax. Nee. Komm schon, sei doch mal cool. Ich hab gehört, Traumstaub wird aus Drachenkrafunkeln gemacht. Ja. Das ist nichts für mich. Aber der ist doch tot. Komm, mach mal. Nein. Voltax. Nein. Wir sagen es auch nicht den anderen, Mann. Also du weißt, bei Ilmenblatt und allem Pflanzlichen bin ich dabei, aber... Nein, das... Bis nach Alvaran, Mann! Komm schon! Er würfelt über reden, Probe. Gut. Und er hat alle seine... 10 Punkte übrig. Da geht eine Selbstbeherrschung gegen, oder? Ja, Selbstbeherrschung gegen. Ja. Erleichtert um Vorurteile gegen Drachen? Ich hab hier keine Vorurteile gegen Drachen. Oh, Junge! Ja, ich bin... Zwergen kriegen das nicht automatisch. Hast du irgendwelche anderen Vorurteile, Nachteile? Nee. Weiß ich nicht. Nee. Was mit Menschenkenntnis oder so? Nichts, was zu erkennen, dass er ein Depp ist? Du kannst die 19, du kannst die 19 auch shippen. Nein. Wenn er mich überredet, überredet er mich. Ganz im Ernst. Okay, also er stellt sich vor dich hin, greift an seinen Gürtel. Ihr steht immer noch in diesem Park mit den Rosen-Gin. Ja. Und er legt sich so eine kleine Leine auf seinen Finger. Okay, aber... Okay, ich zuerst. Und du kannst dann danach kommen, okay? Mm-hmm. Okay, gleich. Wir sehen uns auf deiner Seite. Voltax, das wird so gut. Auf die alten Zeiten, Mann. Und dann schnieft er einmal weg. Ja, dann zieh ich auch einmal weg. Ja, warte. Du kannst erst mal angucken, was bei ihm passiert. Okay, cool. Schauen wir mal. Während ich die Seite aus Wege der Alchemie suche, was passiert bei den anderen? Jalan. Jalan beobachtet gerade noch, wie die Trollsacker die letzten Geschütze an Bord bringen. Und schaue ich dir noch ein bisschen an. Los, alle Mann an Bord! Seht zu, wir wollen bald ablegen! Ich sortiere nur im Grunde die Leute schon mal an Bord. Schaue ich die... Geschütze sind verladen, Kapitän! Erster Offizier, Verzeihung! Wo ist der Kapitän? Captain kommt bald. Oh. Oh, Amelmir, jetzt komm doch mal. Guck mal, die Trollsacker haben doch alles eingeladen. Achtung, Captain an Deck! Captain, ich richte ein bisschen hoch, so wie ungewohnt. Die Trollsacker richten sich auf König! König! Zieh den Hut ab. Geschütze sind verladen, bereit zum Ablegen, wenn die Magier da sind. Geschütze verstaut! Alles klar, Deck, soweit. Soweit, ja. Dann senke ich die Stimme ein bisschen. Wir können im Grunde fast anfangen. Hasswolf tritt derweil mit einem blauen Auge und einer blutenden Bauchwunde wieder an Deck. Von dem fehlt keine Spur. Er fährt an der Kapitänssägen. Kapitän. Oh, ihr Götter. Was habt ihr getan? Er hat mich angegriffen, gefordert, Mann. Wer? Der Ferdi, Mann. Abenteuer. Ja, und der ist tot, oder? Nee, liegt da hinten in der Gasse. Ich glaube, der braucht ein paar Stunden. Wenn du vielleicht sagst, zeigt er jetzt wirklich einen Hafen in der Gasse oder kommt er gerade vom Schiff? Er kommt gerade unter Deck. Nee, er war nicht unter Deck, er war irgendwo anders. Okay. Ja. Vielleicht sollten wir die Doktoren nach ihm schicken. Ja, ich denke, so viel Schuld mit dem Effort-Tempel. Ist mir egal. Also komm mal her, aber mir stell dich hin, gerade Rücken, Brust raus, Mann. Auch wenn du ein Kleid trägst. Ja, gewiss. Nach Swafniers Willen gelte nur ein Wort auf See. Dich, Kapitän, haben die heiligen Gesetze bestimmt. Dir leihen sie ihr Gewicht und ihre Wahrheit. Sprich und handle nun für derhin in ihrem Sinn. Bei das Wohl bei Swafnir. So Swafnir und Effort will. Er klopft dir mit aller Kraft auf den Rücken. Du kennst das nun normalerweise nur von Rafim und du taumelst. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ich guck gerade mal auf die Körperkraft von ihm. Aua. 1. Ich bestätige das gerade mal. Ja, automatisch gelungen. Du, unabhängig von deiner Selbstbeherrschung, auch wenn du gerade einen Rücken hattest, Brust raus, klopft dir auf den Rücken und du taumelst einen halben Schritt nach vorne. Das war ein kräftiger Stoß. War das nur... Ich ignoriere das. Du wirst noch auf viele weitere Warten geprüft. So, damit tritt er an Diamantis heran. Wer bist du denn? Dich kenne ich noch nicht. Dich kenne ich auch noch nicht, aber Swafnir, Bavala. Ei, das wohl. Mein Name ist Diamantis. Monterey. Alan Fahner, stolzer Alan Fahner. Alles klar, ist mir egal. Abenteuer. Hm.
Ja, der wird noch einmal komisch beäugt, dann an ihn an seiner Seite vorbeigetreten, an Richtung Kapitän Jamorenis. Kapitän, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Nun, ihr seid der Geschützmeister, den Raffi mir empfohlen hat. Ihr seid ein Freund von ihm. Der bin ich wohl, und sich als Freund von Rafim bezeichnen zu können, heißt dieser Tage sehr viel. Ein Freund von Rafim ist auch mein Freund. Seid willkommen an Bord. Ich vermute, ihr braucht eine Kajüte. Ich denke, Rafim wird euch die eure zeigen. Richtet euch ein. Ich habe bald eine Aufgabe für euch. Wir müssen die Geschützmannschaften prüfen. Und ich denke, das wird interessant. Diese horasischen Maulwürfe. Ja, da bin ich mal gespannt, was die für eine Präzision an den Tag legen. Unterschätzt sie nicht. Man sollte nie einen Menschen nach seiner Herkunft beurteilen. Ich tue dies auch nicht. Tue ich nicht. Die Horasier haben in der letzten Schlacht viele unserer Schiffe auf den Grund des Ozeans befördert. Sie können schießen. Aber wie alle Anfahrer können es besser. Nun, das wird sich zeigen.